Große Mengen Schadstoffe belasten nach wie vor die Luft, die wir atmen, und verschmutzen die Oberflächen, auf denen wir uns bewegen. Dabei sind gerade im städtischen Raum die natürlichen grünen Lungen massiv reduziert worden, während die Belastungen stetig zunehmen. Mittlerweile sind auch die öffentlichen Stellen angehalten, Maßnahmen zur Reduzierung von Luftschadstoffen, wie zum Beispiel Stickoxiden, nachzuweisen. Einige Städte haben bereits mit Fahrverboten reagieren müssen. Grenzwerte von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft müssen ab 2015 eingehalten werden. Doch an einem Drittel der Messstationen des Umweltbundesamts wird der Grenzwert teils um ein Vielfaches überschritten. Für 2015 werden Strafzahlungen von über 200 Millionen Euro erwartet. Die Belastungen für die Bürger werden dadurch nicht geringer. Standardvorschläge wie Verkehrsverlangsamungen sind nachteilig für den Verkehr und bieten oftmals nur 2 bis 4% Schadstoffreduktion. Fahrverbote sind noch unattraktiver. Die Erweiterung der vorhandenen Grünflächen ist häufig praktisch nicht möglich. Deshalb sind es die größten vorhandenen Flächen, die Straßen, Wege und Plätze in einer Stadt, auf die sich Steag Power Minerals und Kronos bei der Suche nach einer hinreichend großen und dennoch alltagstauglichen Lösung konzentriert haben. Ein Betonzusatzstoff, der sich selbst reinigt, Schadstoffe aus der Luft reduziert, dazu lediglich Sonne und Regen benötigt. Die Lösung dazu heißt nach mehrjähriger Entwicklung Photoment. Mit Photoment veredelte Oberflächen können unter günstigen Bedingungen bis zu 12% der lokalen Stickoxidbelastung durch photokatalytische Prozesse allein durch Nutzen des vorhandenen Lichts abbauen. Ein ideales Produkt auch für Kommunen. Ihre Umweltziele können nun auch durch Steinflächen erreicht werden. Dabei gilt, je größer die Photoment-Oberfläche und je höher die Lichtintensität, umso größer der Abbau der giftigen Schadstoffe. Deshalb sollten die Photoment-Flächen im nennenswerten Verhältnis zur belasteten Straße stehen. Mit Photoment aktivierte Oberflächen können giftige Stickoxide aus der Stadtluft entfernen und in ungiftiges Nitrat umwandeln, was dann einfach mit dem nächsten Regenguss abgewaschen wird. Das ist ein Prozess, der läuft völlig autark ab, nur durch Sonnenlicht. Auch das Photoment wird nicht aufgebraucht. Aber es ist ein Prozess, der kontinuierlich abläuft. Und wenn man sich vorstellt, dass man zum Beispiel ein Feld in der Größe eines FIFA-Fußballfeldes damit auslegen würde, könnte man pro Stunde 17 Gramm Stickoxide aus der Stadtluft entfernen. Völlig ohne Energieaufwand und völlig unschädlich machen. Durch die Reaktion des im Photoment enthaltenen Titandioxids mit dem Licht kommt es zusätzlich zur Bildung einer superhydrophilen Oberfläche. Das hat zur Folge, dass sich Tau- oder Regenwasser auf der Oberfläche ausbreitet. Schmutzpartikel sowie organische Substanzen werden unterspült und mit den nächsten Niederschlägen abgespült. Durch die Photokatalyse können zudem bei den Baustoffen auch selbstreinigende Effekte erzeugt werden. Die Photokatalyse führt zu Oberflächen, bei denen die Schmutzpartikel allein durch Wasser abgewaschen werden können. Zusätzlich werden Fett- und Ölfilme entfernt, sodass auch Schmutzpartikel dauerhaft keinen Halt finden. Dabei ist sie zudem deutlich weniger anfällig für organischen Bewuchs wie Algen, Moose und Pilze. Photoment hat erfolgreich die Testphase verlassen und konnte bereits auf den Flächen seine positive Wirkung zeigen. Wir wollen den Bürgern in Bottrop natürlich saubere Luft bieten, vor allen Dingen auch in den Bereichen, die eher kritisch sind. Das erreichen wir durch den Einsatz von Photoment. Gleichzeitig müssen wir hier die europäischen Vorgaben erfüllen. Dort sind Richtwerte gesetzt. Auch das erreichen wir durch den Einsatz von Photoment. Hier als Laborcharakter, aber gleichzeitig natürlich auch mit dem Ziel, das auszuweiten auf andere Städte. Das System funktioniert. Die Stadt atmet auf. Überzeugen Sie sich selbst von der Photoment-Wirkung, die binnen Sekunden einsetzt und sich nicht verbraucht. Gerne beantworten wir Ihnen Ihre Fragen zu Photoment. Sprechen Sie uns an und besuchen Sie uns online auf photoment.com.